Der Elterncampus bietet Eltern die Möglichkeit, an virtuellen Kursen teilzunehmen, begleitet junge Familien. Vielleicht auch, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, an einem Präsenzkurs teilzunehmen, weil sie mit dem Baby nicht Auto fahren können oder weil die Kurse vor Ort ausgebucht sind. Ja, bei den Kursen ist es so, dass es einen richtig guten Austausch gibt. Jeder stellt sich am Anfang kurz vor und auch zwischendrin im Kurs erzählt jeder immer was zu seinem Kind. Und so kriegt man das halt mit, wie es bei anderen auch ist, dass es bei anderen ähnlich ist. Ja, die Inhalte aus dem DRK Elterncampus musste ich ja dann leider relativ schnell schon anwenden. Meine Tochter Anna hatte sich an einem Apfelstück verschluckt und das hat sich dann in Luftröhre verkeilt. Dann habe ich sie mir geschnappt, so wie ich es im Kurs gelernt habe, und einfach angefangen zu klopfen mit dieser speziellen Klopftechnik. Und irgendwann war es dann tatsächlich auch draußen. Großer Adrenalinschock in dem Moment, hat so ungefähr 30 Sekunden gedauert, glaube ich. Und ja, ich war wirklich froh, dass ich da schon auf Wissen zurückgreifen konnte. Also es ist total vielfältig, das Angebot. Es ist von Erste Hilfe über Probleme mit dem Kind, Schreien, Weinen, Schlafen, Beikosteinführung oder Essen am Familientisch, alles dabei. Und das Witzige ist auch jedes Mal, wenn ich mal noch mal auf die Homepage gehe, ich finde immer wieder einen neuen Kurs, der mich interessiert. Und dann ist gleich wieder was Neues gebucht.